Oh, was für schöne Weihnachtskugeln. Die mache ich aus Fimo auch. Ui, guck mal, eine Christbaumkugel. Ich mag nur Kugeln aus Fimo. Für deine Fimo Christbaumkugel brauchst du eine Christbaumkugel, dazu Wasser. Ich verwende die Fimo-Farben Weiß und Gold, außerdem Goldpulver, ein Messer, Dotting-Tool und eine Spritzpistole mit runder Öffnung. Als erstes nimmst du dir deine Fimo-Farben. Diese müssen ganz weich sein, nicht nur weich konditioniert, sondern am besten ähnlich wie Kaugummi. Deshalb tauche ich sie in Wasser. Jetzt musst du alles gut durchmischen, bis dein Fimo so weich ist, eben wie Kaugummi und sich schön ziehen lässt. Auch deine Fimo-Spritzpistole musst du vorbereiten. Diese besteht insgesamt aus 4 Teilen, dem Schieber, die eigentliche Maschine an sich, da kommt dein Fimo rein, den Verschluss für vorne und das Muster, das ist individuell, ich verwende jetzt rund, in verschiedenen Formen gibt. Als erstes musst du die Schablone aufsetzen. Vorne und dann das Ganze zuschrauben. Bevor jetzt der Schieber reinkommt, nimmst du dein Fimo. Dies sollte nun weich sein wie Kaugummi, hier so wie das Geweiß. Ich drehe das Ganze zu 2 Würsten, einmal in Weiß und einmal in Gold. Diese beiden werden nun miteinander verdreht. Was zu viel ist, kommt weg und das kleine Stück kommt nun hinten in die Öffnung und wird langsam eingeschoben. Jetzt kannst du mit dem Drücker das Ganze durch die Maschine vorsichtig schieben und bekommst am anderen Ende eine kleine, gleichmäßige Wurst in Gold und Weiß. Umso weicher dein Fimo, umso leichter tust du dich mit deinen Würsten. Wie du siehst, Gold und Weiß mischen sich und du bekommst ab und zu etwas deutlichere Maserungen oder auch leichte Übergänge, je nachdem. Wichtig ist, dass du die Würste nicht alle gleich lang, sondern einfach unterschiedlich lang machst und diese dann von der Mitte beginnend, also von einem Ende, langsam aufrollst. Hast du dir ein paar Schnecken zusammengelegt, brauchst du deine Christbaumkugel. Such dir eine Stelle aus und fange mit der ersten Schnecke an. Diese vorsichtig andrücken. Nicht zu fest, sonst hast du lauter Fingerabdrücke auf deinem Fimo. Oder die Wurst verzieht es unschön. Und mit der ersten Schnecke kannst du nun dein Muster fortführen. Als nächstes die nächste Schnecke, am besten Anfang an Ende und dann seitlich dran. Bei der nächsten, zum Beispiel mit dieser kleinen, setze sie am besten so an, dass das Ende hier auf eine Schnecke trifft, so hast du weniger Übergänge. Mit deinen Schnecken sollte deine Kugel rundherum komplett gefüllt sein. Du solltest nur noch wenige Lücken, wie zum Beispiel hier, hier oder auch hier, haben. Damit die Kugel aber komplett dicht und nur aus Fimo besteht, zumindest von außen, werden die Lücken nur noch gefüllt. Dafür brauchst du nochmal etwas Fimo Weiß. Rolle dir das zu einer Wurst aus. Außerdem brauchst du dazu ein Dotting Tool mit runder Spitze und etwas Fimo Goldpulver. Zuerst schneidest du dir von deiner Wurst ein paar kleine Stücke ab. Am besten gleich groß.
Diese nimmst du nun und rollst sie zu kleinen Kugelchen. Diese müssen nicht besonders schön sein. Als nächstes brauchst du wieder deine Kugel. Nimm diese vorsichtig, am besten hältst du sie hier hinten und suchst dir jetzt die freien Stellen auf deiner Kugel. Jetzt brauchst du eine weiße Stückchen und legst es dir in die Lücken. Mit deiner runden Kugel vom Dotting Tool drückst du das Weiß nun nach innen und formst kleine Mulden hinein. Je nachdem, wie groß die Lücken sind, brauchst du mehr oder weniger Weiß. Ich verwende hier 3 Stück und die Löcher in dem Weiß werden nun mit Goldpulver gefüllt. Tauche dein Dotting Tool in das Gold ein, dann ist es mit Gold benetzt und du kannst die Löcher mit Gold schön ausfüllen. Hast du deine Kugel komplett mit Fimo bestückt, also auch die Lücken gefüllt mit hier diesen kleinen Goldkügelchen und Weiß, dann darfst du die Kugel in den Backofen geben. Verwendest du eine echte Glaskugel als Innenkörper, musst du dir um deine Fimo-Kugel keine Sorgen machen. Verwendest du Plastik, dann sollten 100 oder gute 110 Grad im Backofen auch deiner Kugel nichts ausmachen. Dreh die Temperatur lieber etwas runter und lass sie etwas länger drin, dann hast du eine schöne Christbaumkugel. Weihnachtszeit ist die schönste Bastelzeit. Ich hoffe, du konntest in meinem Video viele Inspirationen für dich finden. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Deine Froni!